kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you. So, meine Lieben, dann sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei eurem Sensei. Ja, ihr seht hier im Hintergrund das Gameplay. Ich habe jetzt einfach ein bisschen was runtergelegt. Ich habe vorhin ein bisschen mit dem Simon noch Star Wars gespielt. Ich habe euch interessiert, euch mal, wie das Spiel so ist. Sound habe ich rausgeschnitten, weil wir relativ viel gelabert haben. Zumindest am Anfang. Und ja, heute das, also als allererstes Mal, ich wünsche euch allen ein frohes neues und ein gesundes Jahr. Dass das, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Dass ihr gesund bleibt, weiter meine Videos guckt. Einfach ein frohes neues wünsche ich euch. Ja, gestern, wir haben so ein bisschen noch gestern Abend gespielt. Wie vielleicht manche mitbekommen haben, ist mein Silvester leicht aus dem, Entschuldigung, Ruder gelaufen. Und ich war dann doch, also meine Planung ist aus dem Ruder gelaufen, so rum. Und ich bin dann daheim geblieben und habe dann, glaube ich, bis um 2:30 noch gespielt. War dann gestern ganz lustig. Grüße an Tobi. Ich sag nur, mein Bildschirm verschwimmt. und ja. Ich wollte heute einfach so ein bisschen drüber reden, wie es bei mir weitergeht auf dem Kanal. Auch so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen. Für mich war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Wenn ich überlege, ich bin jetzt seit Mai dabei. Benny, sein Video, hat ja auch so ein Video gemacht. Und wir haben es am gleichen Tag gemacht, unseren Account. Und ja, ist schon doch. Also ich hatte da doch, wie gesagt, diesen Funken Glück mehr, dass ich das mit Tio hatte. Und dann hatte ich ja noch das Duel dann mit German LPK, mit dem Philipp. Und ja. Ich hatte halt verdammt viel Glück. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich bei meinen 850 ungefähr Abonnenten bin. Bin total glücklich damit. Werde auch weitermachen mit YouTube. Und die Frage ist halt, ich weiß nicht, was mit meiner Leitung los ist. Ich komme gerade, ich lade ewig auf YouTube hoch. Mir macht es echt gar keinen Spaß. Deswegen kommen gerade dementsprechend für meine Verhältnisse weniger Videos. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht allzu arg. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Es wird wahrscheinlich auch, wie ihr seht, ein bisschen mehr Star Wars kommen. Vielleicht dann auch mal einfach so eine Session. Vielleicht kann ich auch einmal von meinen Clan-Leuten fragen, ob ein Video hochladen würde für mich. Der würde dann so lange meinen YouTube-Account kriegen. Natürlich, die Leute kriegen dann nur den, den ich auch vertrauen kann. Ja, sonst, also das Jahr war für mich sehr schön. Ich habe viel erlebt, habe jetzt an meiner Ausbildung dann begonnen. Und Pipapo und YouTube war toll und... Es hat sich so viel getan in der Szene. Ich denke, das muss ich nochmal einzeln bereden. Das kann ich in so einem kurzen Ding gar nicht machen, weil sonst lade ich ja nachher 50 Stunden auf und das geht ja gar nicht. Nee. Auf jeden Fall, 2012, wir sind jetzt drin angekommen. Mein erster Kaffee 2012 ist verdammt heiß und schmeckt sehr gut. Ich freue mich tierisch. Es wird, glaube ich, ein Jahr. Das auf der einen Seite, es wird auf jeden Fall erfolgreich sein in jeglicher Hinsicht. Ich bin da immer sehr zuversichtlich, genau, Kevin. Man merkt, ich bin gestern um 2:30 ins Bett gegangen. Ich bin da sehr zuversichtlich, was die ganze Sache angeht. Und, ja, doch. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Jahr. Was ich plan für mich, für meinen Account, ich werde auf jeden Fall weiterhin COD-Gameplays bringen. Ich sag mal, deswegen habt ihr mich, der Großteil von euch mich abonniert. Ich möchte trotzdem nicht in diese Schublade gepackt werden, du musst jetzt nur COD machen. Ich werde deswegen, wie jetzt auch hier, einfach mal andere Sachen bringen, wie Star Wars. Einfach mal mit euch einen Einblick schaffen. Was ich mir auch überlegt habe, ob ich euch einfach mal Spiele-Reviews mache. So einfach nur so ein bisschen Spiele antesten, euch meine Meinung dazu präsentiere. Es gibt so viel, was man machen kann. Also ich würde mich auch tierisch freuen, wenn da ein bisschen Rückmeldung von euch kommen würde. Also wir können es mal als Videofrage verpacken. Was würdet ihr von Spiele-Reviews halten? Dass ich Spiele anspiele für euch, Spiele teste. Und ja, ich mache das mal wieder so, wie ich es früher gemacht habe. Daumen hoch, Daumen runter. Ich glaube, das hat immer ganz gut geklappt. Und das wird, glaube ich, so auch... Ich fände das ganz lustig. Doch, das ist mal eine gute Idee. Jetzt mal, ich habe meine Furz-Idee, das wird wieder gut. Ja, ich sehe es schon. Das wird was. Gut, ja, des Weiteren würde ich sagen, also wie gesagt, COD, dann werde ich vielleicht Star Wars ab und zu bringen, ist ein ganz tolles Spiel, macht mir tierisch Spaß. Ich spiele gerade noch relativ oft Skyrim und was ich jetzt auf jeden Fall anspielen werde, was mein erstes Review sein könnte, wäre nämlich unser lieber Herr Batman, das habe ich noch gar nicht gespielt, das habe ich zu Weihnachten bekommen, das werde ich jetzt anspielen, denke ich mal, vielleicht heute oder morgen. Wenn ihr wollt, mache ich darüber ein Review, schreibt es mir in die Kommentare. So ein Testmäßig. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's schon. Ich werde das Video jetzt einfach auslaufen lassen.
Dankeschön fürs Zuschauen wieder. Es hat mich tierisch gefreut. Ich wünsche euch nochmal ein gutes und frohes neues Jahr. Und es würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar und einen Daumen da lasst. Ja, wie immer. Und dann haut rein, macht's gut. Bis bald.